Howdy! So Leute, wir haben ein Problem. Vor 2 Tagen habe ich noch ein Video gemacht, wie maximiert ihr euren DPS, Stacken von Debuffs etc. Welche Reihenfolge, damit dann auch alles aktiv bleibt. Jetzt hat Bungie sich überlegt, ja, ich ändere einfach mal was. So, ich zeige euch mal ganz kurz was. Wir haben Partikelzerlegung drin. So, wir nehmen mal eben die Vex dafür. So. ...3891. So, merkt euch das. Wir machen den Bogen. Na, bleibt stehen. Und ihr seht, ja, wenn er sich jetzt mal wieder umdrehen würde. 3891. Das heißt folgendes: Bogen und auch andere Debuffs stacken nicht mehr mit Partikelzerlegung. Ja, warum sie das gemacht haben, kann ich auch nicht sagen. Ist natürlich wieder, oh, die haben ein bisschen Spaß gehabt. Dann werde ich denen das einfach wieder wegnehmen. Das heißt, alles, was bis jetzt gesagt wurde, was ich da in dem Video erklärt habe, ist hinfällig. So, was machen wir jetzt? Es gibt allerdings immer noch eine Möglichkeit. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe es aber bei Scrub gesehen und der ist absolut zuverlässig. Also wer den Channel nicht kennt, Scrub Destiny, einfach mal bei YouTube eingeben. Auch sehr kompetent, testet auch immer viel etc. pp. Ihr könnt halt die Göttlichkeit nutzen. Also der Debuff von der Göttlichkeit, der ja bekanntlich der gleiche Debuff ist wie der Bogen, der stackt noch mit Partikelzerlegung. Vielleicht haben sie auch einfach gemacht, damit die Leute auch mal wieder die Göttlichkeit auspacken, weil sonst verkümmert sie ja sowieso. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Debuff wollt, dann muss halt einer im Team die Göttlichkeit spielen und dann stackt das immer noch mit Partikelzerlegung und dann könnt ihr immer noch mit Fusions- und Linear-Fusionsgewehren spielen und das wird auch diese Season immer noch das Beste sein. Ja, ich wollte euch das nur mal kurz sagen, damit ihr es alle wisst. Ist halt blöd gelaufen, aber müssen wir jetzt halt mit leben. Bungie ist ja bekannt dafür, gerne mal alles über den Haufen zu schmeißen. Ja, in dem Sinne, viel Spaß. Guten Loot und bis zum nächsten Mal.